So, im ersten Teil habe ich euch ja jetzt mal ein bisschen den Quellcode erklärt, wie dieses Locker-Programm arbeitet. Ich will euch jetzt mal ganz kurz den Quellcode nochmal zeigen. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein Passwort 123 eingegeben. Schließe ich jetzt mal wieder. Und jetzt werden wir das Ganze mal durchführen. Und ich zeige euch mal, dass der Ordner nicht wirklich Passwort verschlüsselt ist. Also, fangen wir mal an. Ich werde das einmal öffnen. Zack, jetzt entsteht hier so ein Ordner Private. Ja, so, der ist jetzt hier entstanden. Ich mache es jetzt nochmal. Dann, ja, natürlich, Y soll Passwort verschlüsselt sein. Der ist jetzt weg. Na? Das Passwort war ja, wie wir gesehen haben, 123. Ich ändere das jetzt mal, weil wenn das wirklich Passwort verschlüsselt wäre, könnte ich das ja jetzt hier ändern, wie ich wollte. Der ist ja jetzt mit 123 Passwort verschlüsselt. Ich mache jetzt mal ABC da draus. Ja, ich save das Ganze, speichern. So. Jetzt habe ich das Ganze, ihr könnt es hier nochmal sehen, damit ihr auch seht, dass es wirklich geändert ist. Na, ist jetzt hier in ABC. So, jetzt werde ich das Ganze nochmal ausführen. Und jetzt haben wir diesen ja eben, wenn dieser Macher des Codes recht hat, müsste ja jetzt mit 123, weil ja unser Passwort als was kodifiziert haben, also als was gelockt haben. Und es passiert nichts. Ihr konntet gerade noch so halbwegs, wenn ihr das Video da genau stoppt, seht ihr da noch, dass da steht, Invalid Passwort. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wenn ich das jetzt das neue Passwort eingebe, was ich ja geändert habe, ABC, ne, in dem Programm. So, da steht es jetzt wieder. Ne, also das zeigt schon, dass der Ordner überhaupt nicht Passwort geschützt ist. Das kann ich euch auch mal anders zeigen. Ich mache den jetzt mal wieder weg, den Ordner. Wir wollen das jetzt nochmal machen. Papierkorb leeren. Ja, obwohl, na gut, das ist egal, machen wir es jetzt so. Locker BAT. Der Ordner Private entsteht wieder. Ich mache Locker BAT. Y. Und sage, yo. Ordner verschwunden. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich an den Ordner wieder rankomme, ohne dass ich dieses irgendein Programm dafür nutze. Ich gehe einfach auf Ordner und Suchoption. Gehe auf Ansicht. Hier findet ihr den Eintrag. Geschützte Systemdateien ausblenden empfohlen. Da mache ich das Häkchen in dieser Checkbox weg. Dann wird mir hier noch angezeigt, Sie möchten geschützte Betriebssystemdateien als System und Versteck gekennzeichnet in Windows Explorer anzeigen. Ich sage, ja, mach. Will ich. Das will ich. Übernehmen. Jetzt tut sich hier natürlich noch nichts. Ich muss hier ein bisschen weiter runter. Hier ist dann so ein Radio-Button, versteckte Dateien und Ordner. Der steht jetzt hier auf Nicht anzeigen. Ich gehe hier auf Anzeigen und übernehme und dann habt ihr den hier wieder. Na, natürlich jetzt umbenannt. So, ich mache jetzt mal OK und ich kann den auch schon öffnen. Da war jetzt ja eh nichts drin. Also, wenn ich den jetzt wieder richtig sichtbar machen möchte, ohne dieses Programm. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich zeige euch das mal. Bearbeiten. Ja, also setze ich die Attribute wieder auf minus S, minus H für diesen langen Lulatsch. Danach benenne ich den wieder in Private um. Ich führe das mal aus. Und bumm, dann ist er wieder Private. Er sieht auch nicht so milchig aus. Das ist quasi der endgültige Beweis. Also es wird nicht tatsächlich der Ordner mit einem Passwort versehen. Das Ganze könnte ich natürlich auch jetzt hier mit rechter Maustaste, ich kann euch das ja mal zeigen, vielleicht finde ich es auch. Eigenschaften. Ja, hier kann ich zum Beispiel versteckt angeben, übernehmen. Dann ist der wieder so milchig. Also das kann ich auch so ändern. Da brauche ich kein Programm für. Erweitert. Das sind Indexattribute und so weiter. Inhalt verschlüsseln und Dateien schützen. Dann kann ich hier noch hingehen, um Dateien zu schützen. Aber mit dem Passwort versehen kann ich das da auch nicht. Das Datei bleibt dann auch quasi grau hinterlegt. Jetzt kann ich hier noch Sicherheit, aber da kann ich nur die Zugriffsrechte quasi ändern. Allerdings nur für einen bestimmten Nutzer. Also ich kann jetzt nicht sagen, generell keiner darf. Nur, doch, das müsste ich dann halt sagen, hier
Da müsste ich aber schon Admin sein, sonst würde das gar nicht funktionieren. Also so einfach ist das. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die im Internet häufig angeboten wird, einfach mit einem WinRAR-Archiver, also einem Archiv von WinRAR oder WinZip oder sowas, oder 7-Zip, wie die alle heißen. Ja, aber das ist auch nicht besonders sicher, da, selbst wenn ich das so machen würde und die nicht gepackten Inhalte dann weglösche mit einem Undelete, kann ich mir die wieder beschaffen und oder der Unbefugte, und dann hat er die Dateien auch wieder und kann sie einlesen. Also Datensicherheit und Windows, das passt nicht wirklich gut zusammen. Jetzt hat sich sogar der Desktop hier verändert, weil hier zwei Dateien drauf sind. Sehe ich jetzt gerade, weil ich das hier umgestellt habe, das kann ich jetzt ganz einfach wieder wegmachen, indem ich wieder hier hingehe und sage, das mache ich jetzt wieder übernehmen, dann sind die wieder weg. Und ich blende die auch wieder aus. So, fertig. So viel erstmal dazu zur Datensicherheit. Im ersten Teil habe ich euch ja schon gezeigt, wie der Code aufgebaut ist, was die einzelnen Zeilen bedeuten und hier, wie man da quasi jetzt mit arbeitet und dass es nicht wirklich ein Schutz ist. Dann sage ich mal Tschüss, bis denne.